Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zum GP-Salon aus der Reihe Wirtschaft als Teil der Lösung. Heute mit einem extrem spannenden Thema, deswegen freut es uns alle, dass doch so viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer zusammengekommen sind heute Abend. Und zwar lautet das Thema gemeinsame grüne Zukunft, Wasserstoffpartnerschaft mit Afrika. Klimawandel ist nicht erst ein Thema seit den Fridays for Future, sondern auch schon lange davor, und das Thema wird uns auch noch eine ganze Weile begleiten. Und dahingehend ist es dann besonders spannend, jetzt auch mal in dem Kontext unseres Nachbarkontinents dieses Thema etwas näher zu beleuchten und nicht nur die Probleme sich anzuschauen, sondern auch potenzielle Lösungen und potenziell innovative Lösungen. Denn das ist das, was wir heute hier besprechen werden mit sehr, sehr spannenden Sprecherinnen und Sprechern und auch mit sehr, sehr interessanten Partnern, die diese Veranstaltung möglich gemacht haben. Mein Name ist Sansi Cisse. Ich bin Head of Collaboration der Green Tech Capital Africa Foundation und werde Sie durch den heutigen Abend führen. Bevor ich Ihnen die Sprecher vorstelle, habe ich ein paar Housekeeping Rules für Sie dabei. Und zwar, Sie werden von unseren Moderatoren, den Hosts, auf stumm gestellt. Ihre Kameras werden ausgestellt, wenn Sie selbst nicht sprechen. Ansonsten an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die heute dabei sind, haben Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Wenn Sie Ihre Maus bewegen, dann sehen Sie am unteren Bildschirmrand des Zoom-Browsers oder, falls Sie die Software benutzen, ein Button, und der nennt sich F&A. F&A steht für Fragen und Antworten. Das heißt, wir wollen heute eine interaktive Session mit Ihnen gestalten. Wenn Sie Fragen haben, dann bitte zögern Sie nicht, auf diesen Button zu klicken und Ihre Fragen dort hineinzuschreiben. Ich werde ab und an immer mal wieder reinschauen und einige Ihrer Fragen aufnehmen. Falls Sie technische Probleme haben, dann benutzen Sie bitte die Chat-Funktion. Auch am unteren Bildschirmrand finden Sie einen Button, der nennt sich Chat. Wenn Sie dort klicken, dann können Sie dort Fragen hereinschreiben, sollten Sie Dinge nicht hören oder sollten Sie sich selbst in anderer Weise erkenntlich machen wollen, weil Sie irgendwelche Probleme haben. Unsere Hosts werden dann reagieren. Kommen wir nun zum inhaltlichen Teil unseres Abends. Wir haben spannende Sprecherinnen und Sprecher heute mit dabei, und diese würde ich Ihnen ganz gerne kurz vorstellen. Und als erstes stelle ich Ihnen die Dame vor, die diesen Abend überhaupt erst möglich macht, und zwar Dr. Ingrid Hamm, Gründerin und Geschäftsführerin von GPI. Wir haben des Weiteren Gunther Beger heute mit uns, Leiter der Abteilung für Grundsatzfragen, Wirtschaft, Handel und ländliche Entwicklung im Bundesministerium im BMZ. Und Matthias Wachter, Abteilungsleiter Sicherheit, Verteidigung, Raumfahrt, Rohstoffe, Afrika und Entwicklungspolitik, BDI. Wir haben Herrn Christoph Kangießer mit uns, Hauptgeschäftsführer des Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft. Und des Weiteren haben wir uns es uns nicht nehmen lassen, auch Stimmen aus Afrika zu hören, denn heute geht es ja um die Partnerschaft zwischen Europa und Afrika. Und dementsprechend hat Dr. Fatima Danton, Direktorin des United Nations University Institute for National Resources in Afrika, uns eine Videobotschaft dargelassen. Auf diese freuen wir uns ganz besonders. Und dann gehen wir in die Diskussion mit Thomas Rachel, MdB und Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung, sowie Paul van Zon, Präsident und CEO von Die Desert Energy. Und abschließend wird Verik Schick, Senior Berater der Agentur für Wirtschaft und Entwicklung, einen Ausblick geben auf das, was noch kommen könnte. Wir freuen uns ebenfalls, wichtige und spannende Partner mit an Bord zu haben. Dazu gehören das Bundesministerium für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit, die Agentur für Wirtschaft und Entwicklung, AWE, der Bundesverband der deutschen Industrie, BDI, und natürlich der Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft. Wir starten den Abend mit einer Begrüßung von Dr. Ingrid Hamm. Frau Ingrid Hamm, ich würde das Wort damit an Sie übergeben, damit Sie diesen Abend offiziell eröffnen. Ja, auch von mir ein ganz herzliches Willkommen, leider in dieser digitalen Form, aber nichtsdestotrotz ganz herzliches Willkommen zu diesem zweiten GP-Wirtschaftssalon. Der erste, Sie erinnern sich vielleicht einige von Ihnen, im Februar, da ging es um Digitalisierung, aber auch damals war Klimawandel schon ein Thema. Dazwischen liegt die Pandemie, und die Pandemie bedeutete für Afrika ein großes wirtschaftliches Desaster. Aber in jeder Krise liegt auch die Chance für eine Transformation, und so auch in dieser möglicherweise die Chance für einen Green Deal für Afrika. Vielleicht schafft Wasserstoff ja einen Wendepunkt zu einer neuen globalen Energiewirtschaft. Die Partner sind schon
genannt und ich finde das immer sehr, sehr schön, dass wir mit vielen Partnern und mit entscheidenden Partnern, mit den Relevanten in dem jeweiligen Feld zusammenarbeiten können. Unser Dank gilt natürlich nochmal dem BDI. Dort wären wir heute Abend eigentlich. Eigentlich sollten wir dort ein wunderbares Dinner haben und einen Salon feiern. Stattdessen, ich hoffe, Sie haben sich ein Glas bereitgestellt, müssen wir das ganz individuell vorhalten. Aber wir danken dem BDI ganz herzlich. Das Thema Wasserstoff treibt die Kollegen dort schon seit längerem um. Matthias Wachter ist da der Protagonist. Wir haben außerdem unseren ganz herzlichen Dank an Herrn Kanninghieser. Christoph Kanninghieser ist oft und seit vielen Jahren ein Partner von uns. Und der Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft ist natürlich maßgeblich in diesem Feld. Das BMZ, also das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, ist ganz treu an unserer Seite von unserer ersten Stunde an vor 5 Jahren. Und wir freuen uns besonders, dass wir dieses Mal auch die Möglichkeit haben, mit der Agentur zusammenzuarbeiten, mit der Agentur für Wirtschaft und Entwicklung. Und wie gesagt, Herr Schick wird am Ende sprechen, dass er das BMZ uns ermöglicht. Und also ganz herzlichen Dank auch an die Agentur für Wirtschaft und Entwicklung. Herr Gunder-Beger ist leider verhindert und musste sich ganz kurzfristig entschuldigen. Aber ich darf deswegen jetzt gleich das Wort an Michael Krage geben. Und Michael Krage ist auch vielen von Ihnen bekannt als derjenige, der die Abteilung für wirtschaftliche Entwicklung leitet und der viele Jahre der Strategiechef des Ministeriums war und für viele von uns inzwischen zu einem guten Freund geworden ist. Michael Krage, ich würde gerne das Wort an Sie weitergeben. Ja, vielen Dank, Frau Hamm. Jetzt sind wir schon einmal so freundlich begrüßt worden. Deswegen würde ich sagen, den freundlichen Worten schließe ich mich an. Grüß auch nochmal von Gunter-Beger, der kurzfristig eben hier nicht dabei sein konnte. Also von daher würde ich gerne nochmal ganz kurz beleuchten in 2 bis 3 Minuten, was uns hier eigentlich so als dieses Trio Global Perspective Initiative, BDI, Herr Wachter sagt ja gleich auch noch was, und BMZ jetzt wieder meine Wenigkeit zusammenbringt. Wir haben gesagt, wir brauchen öfters mal so Runden, und da, Frau Hamm, sind Sie ja klasse mit Ihrem Team, für wo mal Wirtschaft als Teil der Lösung für Entwicklungsfragen deutlich wird. Wir diskutieren viel die Probleme und die Ansprüche, die sich aus den SDGs ergeben, aber auch aus Sicht des Ministeriums, und wir sind ja eher Staat, kommt da ein zentraler Akteur, der Lösungen bietet und umsetzt, oft zu kurz in der Debatte. Und das ist eben die Wirtschaft. Und in dem Kontext bewegen wir uns ja auch mit der Veranstaltung, wenn wir mal schauen, was sind denn die Themen, die insbesondere von Privatwirtschaft vorangetrieben werden können und müssen und werden. Und da gehört das Thema grüner Wasserstoff ohne Frage dazu. Wir werden keinen Markthochlauf organisiert bekommen mit noch so klugen staatlichen Regelungen, wenn es keine mutigen und durchaus auch risikofreudigen und innovativen Privatsektorpartner an der gibt. Und dann fragt man sich vielleicht, welche Rolle kommt denn dem Bundesministerium für Wirtschaft? So, jetzt haben wir den Thomas Kachel auch mit dabei. Prima. Wie kann ich die denn alle sehen? Den müssen wir mal stumm schalten für einen Moment. So, und dann stellt sich eben die Frage, welche Rolle wir als Bundesentwicklungsministerium bei dem Thema Wasserstoff einnehmen. Ich muss sagen, wir haben das seit 2 Jahren, sage ich mal, verschärft im Blick als ein Potenzialthema, gerade für Partnerländer in Afrika. Wir sind frühzeitig auch von afrikanischen Partnerländern darauf angesprochen worden, und durch die Erstellung der nationalen Strategie der Bundesregierung zum Thema Wasserstoff hat das bei uns im Haus Fahrt aufgenommen. Die Strategie wurde ja im Mai dieses Jahres offiziell verabschiedet. Das BMZ war da zu dem Zeitpunkt in der glücklichen Lage, ein erstes Projekt im Prinzip, was wir an den Start gebracht haben, auch vorzustellen, eine Partnerschaft mit Marokko. Die marokkanische Regierung hatte uns schon im vergangenen Jahr gefragt, ob wir nicht gemeinsam eine Referenzanlage zum Thema zur Herstellung von grünem Wasserstoff aufbauen können. Und das ist für uns natürlich ein Stück weit Neuland. Wir müssen uns da auch viel auf andere Akteure verlassen, können das zum Glück auch bei so einem Land wie Marokko, weil die wirklich, weil wir da wirklich sehr potente Partner eben haben, die auch großskaliertere
Wasserstoffproduktion hinbekommen können. Das ist sozusagen ein Showcase. Wir sind im Prinzip jetzt auch dabei, gemeinsam mit den anderen Ressorts andere Länder zu identifizieren, sind da auch schon im Gespräch, in denen wir das Thema Produktion von grünem Wasserstoff vorantreiben können. Und dann komme ich auch zum Punkt. Wir sprechen in Deutschland immer gerne von der nationalen Wasserstoffstrategie. Wenn man sie sich mal anschaut und wirklich drüber nachdenkt, ist das eine zutiefst internationale Sache. Denn wir wissen ja, dass wir den grünen Wasserstoff, den Deutschland und Europa brauchen wird für eine globale Energiewende, nie in Deutschland und Europa alleine produzieren können. Gerade deshalb eben auch der Blick auf die afrikanischen Länder mit den ganz anderen Potenzial an erneuerbaren Energien. Also ein echtes Potenzialthema, was im Kommen ist und wo wir noch viel vorhaben. Deswegen klasse, dass wir heute Abend hier gemeinsam den Salon haben und dass ich jetzt nochmal auch von ganz anderen spannenden Leuten was zum Thema grüner Wasserstoff erfahren werde. Vielen Dank, Herr Krake, für diese einleitenden Worte. Vielen Dank, Frau Dr. Hamm. Wir haben noch einen weiteren Sprecher, der uns heute begrüßen wird. Und das ist Herr Matthias Wachter, Abteilungsleiter Sicherheit, Verteidigung, Raumfahrt, Rohstoffe, Afrika und Entwicklungspolitik des BDI. Herr Wachter, wir freuen uns auf Ihre einleitenden Worte zum Abend. Vielen Dank für die freundliche und extrem ausführliche Anmoderation. Vielen Dank. Liebe Frau Dr. Hamm, sehr geehrter Herr Staatssekretär Rachel, lieber Herr Krake, lieber Herr Kanngieser, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch im Namen des Bundesverbands der deutschen Industrie begrüße ich Sie sehr herzlich zu unserem heutigen GP-Salon Wirtschaft als Teil der Lösung. Ich freue mich zudem, dass der Vorsitzende des Rats für nachhaltige Entwicklung der Bundesregierung, Dr. Werner Schnappauf, heute ebenfalls dabei ist. Lieber Werner, herzlich willkommen. Zusammen mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und der Agentur für Wirtschaft und Entwicklung unterstützen wir als BDI sehr gern die Global Perspective Initiative bei ihrem Ziel, den Dialog für eine ausgewogene und nachhaltige Entwicklung zu fördern und damit die Erfüllung der Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen voranzubringen. Die Zusammenarbeit mit GPI, Ihnen und Ihrem Team, liebe Frau Dr. Hamm, schätzen wir dabei außerordentlich. Für die Energiewende und die Erreichung der Klimaneutralität braucht Europa neben grünen Elektronen vor allem grüne Moleküle. Grüner Wasserstoff als vielseitiger Energieträger kann helfen, erneuerbare Energien zu speichern, zu transportieren und im gesamten Energiesystem einzusetzen. Er ist damit aus Sicht der deutschen Industrie ein Schlüsselelement für den Erfolg der Energiewende. Bereits jetzt ist klar, dass Deutschland und Europa Wasserstoff langfristig importieren müssen. Viele afrikanische Länder verfügen über die natürlichen Ressourcen Sonne und Wind, die für die Produktion von grünem Wasserstoff unabdingbar ist. Afrika kann somit aus unserer Sicht ein bedeutender Partner für Wasserstoffkooperationen werden. Diese Partnerschaften bieten zudem große Chancen für deutsche und europäische Anlagen- und Maschinenbauer sowie für Technologieentwickler. Deutschland ist Marktführer im Bereich PTX-Technologien, insbesondere im Bereich Elektrolyse. Der Aufbau einer Pilotanlage für die Produktion von grünem Wasserstoff mit Mitteln des BMZ in Marokko, wie auch vielfältige vorbereitende Initiativen, zum Beispiel die Unternehmensallianz Wasserstoff, zeigen, dass die Entwicklungspolitik diese Chancen gemeinsam mit deutschen Unternehmen ergreifen will. Dabei gilt es aus unserer Sicht, auch aus der Vergangenheit zu lernen und für die Zukunft darauf zu achten, dass neben den technischen Herausforderungen auch die Interessen der Partnerländer von Beginn an Beachtung finden. Wir sollten zudem, und das halte ich für den ganz wichtigen Punkt, die Erwartungen nicht überziehen und nicht übertreiben. Ein Expectation Management ist aus unserer Sicht ganz wichtig, verbunden mit realistischen Zielen. Ein zukünftiger globaler Markt für grünen Wasserstoff braucht Partnerschaften auf Augenhöhe, marktwirtschaftliche Regeln und Wettbewerb, damit Wasserstoff dazu beitragen kann, die Brücke zwischen der afrikanischen Agenda 2063 und dem europäischen Green Deal zu schlagen und so die partnerschaftliche Strategie zwischen Afrika und Europa zu stärken.
Vor diesem Hintergrund freue ich mich heute auf spannende Vorträge und die anschließende Diskussion. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr Wachter, für diese einleitenden Worte, für die erste Stimme aus der Wirtschaft am heutigen Abend. Sehr, sehr interessante Einblicke und ein Highlight, auf Englisch sagt man auf Gems, Edelsteine, einen Diamanten würde ich gerne rauspicken aus dem, was Sie gesagt haben, und zwar auch die Interessen der Partnerländer zu berücksichtigen und diese mit einzubeziehen. Das finde ich mal als erstes spannendes Learning des Abends sehr, sehr spannend. Und damit gebe ich direkt auch schon weiter an die zweite Stimme der Wirtschaft, die wir heute am Abend hier mit uns haben, und zwar Herrn Christoph Kangießer, Hauptgeschäftsführer des Afrika-Verein der Deutschen Wirtschaft. Und Herr Kangießer wird ebenfalls und weiter darauf eingehen, welche Chancen es denn für deutsche Unternehmen gibt und welche Erwartungen auch an die Politik bestehen. Herr Kangießer, the floor is yours. Wir können Herrn Kangießer noch nicht hören. Ich würde vorschlagen, wir geben ihm mal was. Ich sollte das, glaube ich, selber machen. Ich habe es jetzt auch geschafft. Lieber Herr Cissé, vielen Dank. Liebe Frau Dr. Hamm, sehr geehrter Herr Staatssekretär, lieber Thomas Rachel, liebe Kollegen aus den Verbänden und Organisationen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Kaum ein Thema erfährt in der Tat aktuell so einen Hype wie das Thema Wasserstoff als Energieträger. Insbesondere grüner Wasserstoff oder auch das Öl von morgen gilt als großer Hoffnungsträger einer künftigen klimafreundlichen Energieversorgung weltweit. Grüner Wasserstoff soll unter anderem in der Industrie eingesetzt werden, aber auch Autos, Flugzeuge und Schiffe antreiben. Die EU und Deutschland wollen bis 2050 klimaneutral sein. In Deutschland, und darauf hat Herr Wachter schon zu Recht hingewiesen, auf lokal erzeugte erneuerbare Energien setzt, hat die Energiewende aber kaum eine Chance. Wir müssen strategisch in der Wasserstoffproduktion mit unseren Partnern auf dem afrikanischen Nachbarkontinent kooperieren. Warum? Wir können unseren Bedarf an erneuerbaren Energien aus grünem Wasserstoff definitiv alleine nicht produzieren und decken. Die Bedingungen auf dem afrikanischen Kontinent sind hingegen optimal. Afrika hat nahezu alles, wo bei uns Knappheit herrscht. Fläche, Sonne, Wind und auch Arbeitskräfte. Das ist ein Thema, das vielleicht in dieser Debatte bis dato noch zu kurz kommt. 25% der weltweiten arbeitsfähigen Bevölkerung wird in wenigen Jahren aus Afrika stammen bzw. in Afrika zu Hause sein. Es gibt viele nicht besiedelte Flächen, sonnen- und windreiche Gebiete, aber eben halt auch niedrige Arbeitskosten. Alles Faktoren, die dazu führen, dass afrikanische Staaten Wasserstoff günstiger und in größeren Mengen produzieren können als Europa. Die Sahara ist, das wissen wir, das sonnigste Gebiet der Welt. Unter anderem dort können wir zukünftig große Mengen grünen Wasserstoff produzieren. Desertec lässt grüßen und deshalb freue ich mich, dass Paul van Sonnen heute Abend bei uns ist, nicht zuletzt auch als Mitglied unseres Vorstands im Afrika-Verein. Gleichzeitig müssen wir auch dem Energiemangel in vielen afrikanischen Staaten mitdenken. Das ist eines der großen Themen und eines der großen Entwicklungshemmnisse, der großen Hemmnisse für eine stärkere Industrialisierung des afrikanischen Kontinents. Wenn wir in afrikanischen Ländern grünen Wasserstoff erzeugen wollen oder wenn wir als Welt gemeinsam mit den Afrikanern grünen Wasserstoff dort erzeugen wollen, dann müssen die afrikanischen Partnerländer für ihre eigene Entwicklung profitieren. Das heißt, ein Teil des vor Ort erzeugten Wasserstoffs muss auch dort zur Verfügung stehen und die Bedingungen für Wachstum und Beschäftigung nachhaltig verbessern, wenn dieses Potenzial besteht. Und deshalb ist es auch zu kurz gegriffen, eben nur auf die Länder Nordafrikas zu schauen. Sondern wir haben gerade auch in Subsahara-Afrika ja viele Länder, die heute vom Export fossilen Energieträgern leben im Wesentlichen. Wir brauchen für diese Länder ein Konzept, auch ein Konzept für den Übergang und für die Transition
Wir müssen darauf setzen, dass das Thema Produktion von grünem Wasserstoff ein Thema das ist, das in Afrika weit über die nordafrikanischen Länder, die im Moment noch im Vordergrund stehen, hinausgeht. Und deshalb ist es richtig, dass das BMBF mit einer Studie mögliche Standorte evaluiert. Und ich bin sehr gespannt, lieber Thomas, was wir dazu nachher von dir hören werden. Da Wasserstoff sich nicht leicht transportieren lässt, könnten ebenfalls in Afrika verschiedene Energieträger erzeugt werden, zum Beispiel grünes Erdgas oder auch synthetische Kraftstoffe. Für beide Produkte existiert eine erprobte Infrastruktur für den Transport und den Vertrieb. So würde die lokale Wertschöpfung gestärkt und Arbeitsplätze geschaffen. Die Einnahmen aus der Produktion sollten vor Ort investiert werden, um den Wohlstand und die Lebensqualität der Menschen zu verbessern. Weil das so ist, ist es richtigerweise auch ein Thema der Entwicklungspolitik, diese Vision Realität werden zu lassen. Deutsche Unternehmen, besonders im Energiesektor, verfügen über Know-how und modernste Technologien. Das hat Herr Wachter zu Recht hervorgehoben. Die Produktion von grünem Wasserstoff bietet Chancen für deutsche Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Von der Technologie über die Erzeugung, Speicherung bis hin zur Infrastruktur, der Verwendung und der Logistik, aber auch der Weiterverarbeitung zu synthetischen Kraftstoffen. Dazu, um dieses entsprechend zu entwickeln, brauchen die Unternehmen die Unterstützung der Politik. Das Wasserstoffabkommen der Bundesregierung mit Marokko und die Analyse des BMBF weiterer afrikanischer Regionen sind wichtige erste Schritte für die Unternehmen. Darüber hinaus muss aber auch sichergestellt werden, dass auch und vor allem deutsche Unternehmen an den Pilotprojekten angemessen beteiligt werden. In der Vergangenheit ist es nicht selten vorgekommen, dass vor allem internationale Wettbewerber von aus Deutschland finanzierten Projekten profitieren. Wir sollten alle Anstrengungen unternehmen, dass unseren Firmen von Anfang an dabei sind und als Technologieführer eine Chance haben, sich auch international entsprechend zu profilieren. Damit dies in diesem Fall so realisiert wird, müssen alle an einem Strang ziehen. Wir brauchen unkonventionelle und flexible Förderinstrumente, eine starke außenpolitische und außenwirtschaftspolitische Flankierung und die Bereitschaft deutscher Unternehmen, sich in diesen Märkten zu engagieren. Wir sollten zudem neben Marokko weitere geeignete Produktionsstandorte zügig ausgewählt werden, um dort mit Hilfe der Politik und unter Beteiligung von Konsortien der deutschen Wirtschaft pilothaft weitere Projekte umzusetzen. Die Bundesregierung kann unter Einbindung von Akteuren wie dem Afrika-Verein und anderer Verbände für Konsortien identifizieren und die Aktivitäten politisch flankieren. Viele Unternehmen aus dem Energiesektor sind bereits in Afrika aktiv. Der deutsche Mittelstand tut sich aber immer noch schwer, vor allem weil die Banken kaum Möglichkeiten haben, solcherlei Engagement in Risikoländern zu finanzieren, wenn es keine geeigneten Garantien des Bundes oder auch der EU gibt. Wir plädieren daher dafür, Investitionsgarantien insbesondere für Vorhaben mit positiver Auswirkung auf Emissionen und Klimaschutz deutlich auszuweiten oder besonders günstige Konditionen bei deutschen Exportkreditversicherungen, den sogenannten Hermes-Bürgschaften, zu gewähren. Ich bin mir sicher, dass mit den richtigen Weichenstellungen eine vielversprechende Wasserstoffpartnerschaft entstehen kann und daraus ein Zukunftspakt mit Afrika wachsen kann. Dafür setzen wir uns ein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auch ich freue mich auf die Diskussion. Herr Kanisa, vielen herzlichen Dank für diesen Impuls. Auf die Minute genau 19.25 Uhr. Und das heißt, dass wir den nächsten Programmpunkt, und zwar eine Stimme aus Afrika, geplant haben. Aber davor würde ich ganz gerne nochmal Revue passieren lassen. Die Stimmen, die wir heute schon gehört haben, denn das war ja schon sehr, sehr inhaltsreich und sehr, sehr spannend. Und zwar ein Aspekt von Herrn Kanisa, den er gerade genannt hat. Afrika hat Ressourcen, die Europa braucht. Und gleichzeitig hat Europa ebenfalls Ressourcen, ganz, ganz oft im Technologiebereich, im unternehmerischen Bereich, die bei dieser neuen Entwicklung helfen und unterstützen können. Und wenn wir uns das einmal bewusst machen, dann sehen wir auch und erkennen wir besser das Potenzial und verstehen auch, warum wir heute Abend auf Initiative von GPI zusammengekommen sind. Denn, wie man so schon sagt, da ist wirklich Potenzial drin,
das man hier ausschöpfen kann. Und wir freuen uns auch, dass wir über 40 Teilnehmer heute bei uns dabei haben. Das ist ein Nischenthema, das wir heute bedienen, aber ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und das heißt, 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die wirklich etwas dazu beitragen können, die wirklich bereit sind, auch den Schritt zu machen. Das ist eine Zahl, die uns doch hier sehr, sehr froh und glücklich macht. Und deswegen das nur kurz an dieser Stelle. Und wir freuen uns nun, in den nächsten Programmpunkt überzugehen. Und zwar haben wir eine Videobotschaft von Fatima Danton, Direktorin des United Nations University Institute for Natural Resources in Afrika. Diese wird nun eingespielt, circa 5 Minuten, und dann geht es in die Diskussion. I think that what we can do in this current scenario is to actually think about ways in which we use COVID-19 as a dress rehearsal to bring forward climate action, because climate action can no longer be seen as something that we have in our nationally determined contributions that we must do. It's something that we must do now. There is an urgency to do this now. And so I think there is now a lot of opportunity where we can look at the huge potential that this continent has in renewable energy, to see how we can scale up the deployment of renewable energy, the deployment of solar energy, wind energy, and you know, the various forms of energy that we have, hydropower, geothermal. This is the region that has, I would say to a large extent, the largest technical capacity of taking advantage of these resources, because we have all of these energy in abundance. So that's one. The second one I think we need to look at is to think about how might we then prepare Africa for the fourth industrial revolution. We're often talking about this region as a region of potential. When we talk about hydrocarbon resources, we talk about it as the potential of what we have now and the new players that are coming on board, the countries that are discovering oil and gas. And we are also now talking about strategic minerals, which are going to be hugely relevant for the fourth industrial revolution, but also for a low carbon future. So instead of talking about it from a potential perspective, we need to talk about it in terms of how we can actualize this potential. And for that to happen, we need to prepare the transition so that Africa is prepared, because the continent wasn't prepared for the Industrial Revolution. It was mainly, use and its raw materials were extracted and utilized for the Industrial Revolution. It wasn't prepared for the Green Revolution. So it doesn't need to be a bystander in this fourth Industrial Revolution. So the preparation so that Africa is not left on the periphery looking in, I think is important. And this is another area where Europe and Africa can forge very strong ties, equal relationship on an equal footing, and where the market opportunities are tremendous, and the two continents can come together to support each other. So there are tremendous trade implications around these two areas of climate action, of the preparation for the fourth industrial revolution, of the transition beyond fossil fuel. So I think there is a lot there that we can take advantage of. What is important to note is that we are seeing a bolder Africa, a more confident Africa, an Africa that knows what it wants, an Africa that is not afraid to ask for what it wants. And for that Africa to come forward, it also needs Europe. It needs Europe to help in terms of the redesigning of what that development pathway would look like. It needs Europe to ensure that we don't develop and then come back and clean up later. And it needs Europe in terms of technology transfer to ensure that the infrastructure that we need to draw from is actually
available and it's ready to use. So I think there are tremendous win-win, but we would need to find ways of resetting the dial and of ensuring that Africa's ambition towards industrialization and green industrialization for that matter is not one that we are going to have to forgo because we simply do not have the substitute resources that will drive and that will fuel that vision. Thank you. Ich hoffe, diese Videobotschaft konnte Ihnen eine weitere Perspektive auf das Thema Wasserstoffpartnerschaft zwischen Deutschland und Afrika oder sogar im Großen gedacht zwischen Europa und Afrika bieten. Und es gibt wieder zwei Aspekte, die ich ganz gerne einmal herausstellen möchte. Und zwar die Frage, die sie gestellt hat, die sie aufgeworfen hat, die im Verlauf der Diskussion auch noch spannend wird, ist, nicht nur in die Zukunft zu schauen und sich das Potenzial anzusehen, sondern auch die Frage zu stellen, wie können wir möglichst jetzt und möglichst bald das Potenzial nutzen? Und das ist eine Frage, die sehr, sehr spannend ist und über die wir auch noch sprechen werden am heutigen Abend. Und der zweite Aspekt, ein Teil der Antwort, Afrika und Europa brauchen eine starke Verbindung, um dieses Potenzial nutzen zu können. Denn anders geht es nicht. Man braucht beide Partner am Tisch. Und damit gehen wir auch schon in die Diskussion des Abends. Und wir freuen uns sehr auf die Diskussion. Wir haben zwei sehr, sehr spannende Gesprächspartner. Und das ist einmal Herr Thomas Rachel, MdB und parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung. Schönen guten Abend, Herr Rachel. Guten Abend. Guten Abend. Freut mich, dass Sie heute Abend bei uns sind. Und wir haben einen langjährigen Experten in der Energiebranche, ganz besonders auch, wenn es um Energie in und aus Afrika geht, und zwar Paul van Zon, Präsident und CEO von D-Desert Energy. Schönen guten Abend, Herr van Zon. Guten Abend, hallo. Guten Abend. Wir freuen uns, dass Sie heute beide bei uns sind und dieses spannende Thema mit uns diskutieren. Sie haben die Inputs der verschiedenen Sprecher und Sprecherinnen schon gehört. Und jetzt kommt es wirklich zum noch spannenderen Teil. Der Name war schon spannend, und zwar die Diskussion, der Austausch. Ich möchte gerne nochmal alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazu aufrufen, Fragen zu stellen. Wir haben eine Sektion Fragen und Antworten. Die finden Sie am unteren Bildschirmrand. Dort können Sie Ihre Fragen einreichen. Wir haben schon Fragen, aber wir haben noch Zeit für mehr. Und der Abend geht los mit der ersten Frage oder Diskussion. Und zwar diese Frage würde ich gerne an Sie, Herr Rachel, richten. Und zwar, Sie sind aktiv in dem Ministerium, sehr, sehr aktiv, wenn es um die Frage geht, können wir eine Wasserstoffpartnerschaft mit Afrika eingehen? Und die Frage, die uns alle interessieren würde, wäre, welche Chancen noch einmal aus Ihrer Sicht diese Kooperation denn mit sich bringt? Und aber auch, was tun Sie in Ihrem Ministerium, um das möglich zu machen? Sozusagen, dass die Privatwirtschaft ein Teil davon werden kann, dass wir diese Partnerschaften überhaupt möglich machen können. Ja, erstmal guten Abend, Frau Dr. Hamm, lieber Christoph Kannengießer, lieber Herr Cizé. Ich freue mich sehr, Teil der Abendveranstaltung sein zu können. Ich glaube, wir können aus Sicht des Bundesforschungsministeriums sagen, dass wir eine grüne Wasserstoffpartnerschaft zwischen Europa und Afrika brauchen. Denn der grüne Wasserstoff ist quasi Schlüsselbaustein für eine nachhaltige, klimafreundliche Energieversorgung, die wir in Europa, aber auch in Afrika auf den Weg bringen wollen. Dabei stellt sich natürlich die Frage, welche Rolle kann Deutschland dabei spielen? Wir müssen uns vor Augen führen, Deutschland importiert im Moment rund 80% seiner Energie. 80%, das machen sich die wenigsten bewusst. Und klar ist, mit den 5 Gigawatt Elektrolyseleistung bis zum Jahr 2030, die in der nationalen Wasserstoffstrategie jetzt angepeilt sind, wird das nicht alleine gehen können. Wir werden also nicht alleine mit dem, was wir an Wasserstoff im eigenen Lande produziert, diese Energiefrage beantworten können. Und deshalb stellt sich sehr schnell die Frage, mit welchem Partnern wir das gemeinsam machen können. Letztlich sind das Partner, in denen es viel Wind und Sonne gibt. Christoph Kannengießer hat das bereits angesprochen, wo also erneuerbare Energien im Überfluss bereitstehen. Wir können mit unserem technologischen Know-how einen wichtigen Beitrag leisten,
Und andere Länder können mit ihren Ausgangsvoraussetzungen dies tun. Was machen wir nun von Seiten des BMBFs? Wir haben mit einigen Partnerländern gesprochen. Wir machen eine Machbarkeitsstudie mit Australien. Wir sind mit Chile, mit den Golfstaaten, mit Norwegen ganz konkret im Gespräch. Und wir wollen mit den Staaten Afrikas zusammenarbeiten. Die Afrika hat 1,2 Milliarden Menschen, die einen erheblichen Bedarf an Energie haben für den eigenen Kontinent. Und wir haben Erfahrung, weil wir Afrika-Zentren in 16 Staaten im westlichen und südlichen Afrika bereits auf den Weg gebracht haben mit Waskal und Saskal, wodurch wir auch mit den Ländern und den Regierungen im Westen und Süden Afrikas bereits sehr gut vernetzt sind. Wir möchten gerne die Klimaschutztechnologien, die wir in Deutschland entwickeln, nutzen, sie zur Verfügung stellen in diesen Ländern. Sie exportieren dann auch dauerhaft und gleichzeitig für Energie in diesen Ländern, für den Verbrauch in diesen Ländern beitragen, aber eben auch die Möglichkeit geben, dass die Länder die Chance nutzen, die so erzeugte Energie zu exportieren und damit zum volkswirtschaftlichen Vorteil beizutragen. Sie können die auch nutzen, die Energie, die dann in Afrika entsteht, für den Bedarf im eigenen Land durch synthetische Kraftstoffe oder durch dezentrale emissionsfreie Stromversorgung. Das ist das, was wir als Grundidee haben. Und das deswegen machen wir im Moment auf Initiative des BMBFs, arbeiten wir einen Potenzialatlas grüner Wasserstoff in Afrika. Und hier arbeiten deutsche Forscherinnen und Forscher zusammen mit den Partnern in Afrika und lokalen Expertenteams aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik, wie die konkreten klimatischen Bedingungen, die politischen Bedingungen, die sozialen und infrastrukturellen Bedingungen in den jeweiligen Ländern sind. Und es werden mit 31 Staaten des westlichen Afrikas und des südlichen Afrikas untersucht. Und dann werden wir eine Faktenbasis haben, auf der man aufbauen kann, um die weitere Zusammenarbeit zu organisieren. So viel vielleicht erstmal als Einstieg. Was können wir dazu beitragen und was machen wir konkret? Vielen Dank, Herr Rachel, für diese weitreichende Übersicht über Ihre Aktivitäten und auch wie diese Aktivitäten zur Bildung der Partnerschaften beitragen. Und eine Frage, die direkt im Anschluss an Ihre Ausführung kommt, ist, Sie sprechen von dem Potenzialatlas und das hört sich sehr, sehr spannend an. Das heißt, man muss erstmal schauen, wo gibt es denn das Potenzial, wo kann man hingehen, wo können Aktivitäten überhaupt stattfinden. Und wir wissen, dass Sie noch in der Aufstellung dieser Studie sind, aber nichtsdestotrotz gibt es denn schon heiße Kandidaten, wo Sie sehen, dass dort besonders Potenzial gibt und dass dort vielleicht auch besonders Engagement der Bundesregierung zu erwarten ist. Ich glaube, Sie werden Verständnis dafür haben. Wir haben zwar ein Gefühl, das können Sie daran sehen, dass wir 31 Staaten ausgewählt haben, die wir uns genauer angucken. Aber ich möchte der Studie ansonsten natürlich im Moment noch nicht vorgreifen, denn sie soll ja wissenschaftlich fundiert sein und Sie sollen nicht das Gefühl haben, dass ich jetzt aus der Hosentasche heute Ihnen die interessantesten Länder gesagt habe. Wir warten jetzt mal die Ergebnisse ab. Aber wenn man sich vor Augen führt, 31 Länder untersuchen wir, das ist schon eine verdammte Menge. Und die Ausgangsbedingungen müssen aber eben vielfältig. Sie müssen schauen, Wind, Sonne, Wasser, klimatische Bedingungen, politische Stabilität in einer Region, politische Rahmenbedingungen, Verlässlichkeit für Investitionen, infrastrukturelle Bedingungen, Transportfragen. Also es gibt ganz verschiedene Gesichtspunkte, die untersucht werden müssen und die in diesen Potenzialatlas einfließen. Vielen Dank. Ja, das verstehen wir, dass Sie der Studie nicht vorgreifen können. Aber natürlich versuchen wir natürlich immer das rauszuziehen, was man rausziehen kann aus den Sprechern. Und vielen Dank für diese Antwort. Herr von Sonn, Sie sind aus der Privatwirtschaft und sind schon so lange in diesem Bereich aktiv. Ich durfte Sie selbst schon öfter sprechen hören bei verschiedenen Veranstaltungen und Sie haben einen weitreichenden Erfahrungsschatz, wenn es um Energie und Afrika geht. Und waren auch schon an einigen namhaften Projekten in der Vergangenheit beteiligt. Dahingehend wäre es spannend für uns zu erfahren, wenn Sie sich
wenn Sie hören, Wasserstoffpartnerschaften mit Afrika, ein großes Projekt oder ein großer Schirm, unter dem ganz, ganz viele kleine Projekte sich entwickeln werden. Wo sehen Sie denn die ganz konkreten Chancen? Weil wir haben schon darüber gesprochen, dass es Chancen gibt für deutsche Unternehmen, aber vielleicht könnten Sie ja noch einen Tick konkretisieren und dann vielleicht auch darauf eingehen, was könnten denn die Herausforderungen sein, die wir in dieser Euphorie gar nicht bedenken? Ja, vielen Dank für eine sehr umfangreiche Frage eigentlich. Die Frage an mich zu stellen, was ich konkret sehe, finde ich immer schwierig, weil dann habe ich die Neigung, dass in ganz Afrika mit dieser Basis, die wir dort sehen, im Bereich erneuerbare Energien oder die Potenziale für erneuerbare Energien, auch uns das Bestreben international in Richtung weniger Emissionen und schließlich auch emissionsfreie Energieversorgung, dann gibt es natürlich in allen Ländern gibt es ganz spezifische Möglichkeiten. Wenn man irgendwo hingeht, wird man das auch vor Ort feststellen im Bereich erneuerbare Energien und dann auch gleichzeitig im Bereich Wasserstoff. Zum Beispiel, wenn man in ganz kleinen Projekten, nehmen wir mal PV-Projekte in irgendein Land mit viel Sonne oder Windprojekte in irgendein Land mit viel Wind, sieht, dass es Netzbeschränkungen gibt, dann gibt es so ganz bald auch Möglichkeiten für Wasserstoff, ganz, ganz kleine Mengen zu erzeugen, um Überschuss oder die Energie, die nicht abgesetzt werden kann, in die Netze dann in Wasserstoff umzusetzen und Wasserstoff dann zu verkaufen in lokale Märkte. Also nicht, dass ich ganz spezifische Projekte jetzt hier heute angebe. Jeder, der in Afrika tätig ist, kennt Länder, wo er schon ist oder wo er Aktivitäten hat oder Verbindungen zu Regierungen oder zur Industrie und findet dann solche Möglichkeiten. Aber was ich unsere Diskussion, die wir schon eigentlich mit den ersten Sprecher angestoßen haben, das sind ein paar Elemente ganz, ganz wichtig. Es wurde von verschiedenen Seiten schon darauf hingewiesen, dass wir mit Wasserstoff ganz, ganz, ganz am Anfang stehen. Eigentlich gibt es in Afrika sozusagen eigentlich noch nichts. Es gibt ein paar Initiativen. Der Staatssekretär hat darauf hingewiesen. Marokko ist einer der sag mal, wie vor 10 Jahren mit Solarenergie. Und auch mit Wind ist Marokko auch jetzt wieder der erste, der Mover im Bereich Wasserstoff. Und es gibt noch ein paar andere Beispiele in Südafrika, aber sonst eigentlich noch ganz wenig. Und bei Wasserstoff ist es ganz wichtig, dass Wasserstoff ist nur ein Element in der Energiekette. Eigentlich ein neues Element. Und am Anfang sogar wird Wasserstoff nicht direkt etwas bringen. Sogar eher geht das in die andere Richtung, dass in der ersten Phase Wasserstoff die Effizienz der Kette erniedrigt, also reduziert. Was ganz wichtig ist, dass wir eine richtige Basis aufbauen an erster Stelle von erneuerbaren Energien, Solar, Wind, Wasserkraft und so weiter. Also Afrika ist wahrscheinlich das Kontinent mit den besten Möglichkeiten im Bereich Wasserkraft und Wind und Sonne. Und kann auch langfristig, ich glaube, das wurde von allen Sprechern schon erwähnt, ein Powerhouse werden für sich selbst. Es ist also an erster Stelle auch wichtig, dass Afrika sich konzentriert auf die eigene Energieversorgung, damit die emissionsfrei wird. Das macht nämlich keinen Sinn, aus einer nicht emissionsfreien Umgebung dann sogenannte grüne Moleküle zu exportieren oder grüne Elektronen. Das macht erst richtig Sinn, wenn die Basis, wenn das Produkt sozusagen sauber ist. Und ich glaube nicht, dass es die Frage an erster Stelle ist, wo gibt es ganz spezifische Möglichkeiten, sondern eher, wie können wir durch all diese Bewegungen, die von allen Sprechern erwähnt wurden, von Partnerschaften aufbauen, die Märkte besser untersuchen, die Verbindungen zu schaffen zwischen den Regierungen und zwischen der Industrie, und auch sorgen, dass in der ganzen Energiekette das Produkt grüne Wasserstoff auch einen Wert bekommt, dass da eine Nachfrage entsteht. Dann wird das auch produziert, dann wird das interessant und dann werden Sie sehen, was wir mit PV und Wind in den letzten 10 Jahren gesehen haben, wird dann auch mit Wasserkraft, mit Elektrolyse und so weiter entstehen.
Vielen Dank für diese Ausführung. Und Sie haben einen wichtigen Punkt erwähnt, und zwar Partnerschaften. Partnerschaften einmal auf Regierungsebene, und da werde ich gleich nochmal auf den Herrn Staatssekretär zurückkommen, aber auch privatwirtschaftliche Partnerschaften. Die müssen wir ebenfalls immer im Auge behalten. Und da wäre es interessant, wie finden sich denn diese Partnerschaften gerade auf der privatwirtschaftlichen Ebene, auch aus Ihrem Erfahrungsschatz, wie findet man da zueinander, wie findet man vielleicht auch dann die ersten Schritte des Kennenlernens, gerade jetzt auch in einer Phase, wo, wir kennen das auch aus der Vergangenheit, wo es große Foren gab, wie das Deutsch-Afrikanische Energieforum, die gibt es aktuell nicht mehr. Das heißt, wie kann man jetzt auch für die deutschen Unternehmen, die hier dabei sind und das interessant finden, aber vielleicht nicht zu den ganz Großen gehören, sich dort in das Feld vortasten und Partner, potenzielle Partner auf dem Kontinent und auch in Europa finden. Herr von Sonn, die Frage ging noch an Sie erstmal. Oh, aber die Frage an mich, ich dachte, es ist Entschuldigung. Dann können Sie die Frage nochmal wiederholen, sorry. Und zwar Partner, privatwirtschaftliche Partner. Das heißt, für die Unternehmen, die jetzt nicht zu den ganz Großen gehören und ihre Netzwerke schon haben, wie können sie sich in diesem Feld überhaupt einen Schritt weiter bewegen und potenzielle Partner für die Zukunft überhaupt finden, mit denen man in den Austausch gehen kann? Ja, ich denke, dass alle industriellen Unternehmen eine gute Nase haben für Geschäft und damit zusammenhängende Partner, die man sich braucht. An erster Stelle zum Beispiel Afrika-Verein wäre auf jeden Fall eine Empfehlung, sich da mal umzuhören. Da gibt es viele Leute, viel Informationen, Verbindungen. Es gibt auch in Berlin und in Deutschland, in Europa, in Afrika viele Gremien, Themen, auch die DII, Desert Energy, das alte Desert Tech sozusagen, ist auch so ein Bindeglied, wo wir momentan 40 Unternehmen haben, international, die über diese Themen reden, Studien machen und auch wenn es Geschäftsmöglichkeiten gibt, das auch weitergeben. Und das ist eigentlich auch sehr opportunistisch erstmal. Ich meine, die Industrie oder Privatunternehmen sind an sich opportunistisch. Die machen nur sogenannte Business Cases oder Projekte, womit die Geld verdienen. Und am Anfang muss ein bisschen nachgeholfen werden von Regierungen oder Institutionen, um Projekte, die noch nicht so machbar sind oder die große Risiken haben, etwas zu begleiten, dafür zu sorgen, dass das wirtschaftlich machbar ist und auch, dass die Risiken einigermaßen abgedeckt sind, auch das Kapital zur Verfügung kommt. Also wichtig ist, über diese Themen zu reden, in Foren wie heute, überall darüber zu lesen, über Verbände sich einzuschalten und so weiter. Vielen Dank, Herr von Sonn. Ja, Herr Rachel, Sie haben gerne. Also wir sehen auf der einen Seite bei den Industrieunternehmen sehr wohl ein großes Interesse, in Afrika aktiv zu werden in dem Bereich, aber ich sehe auch zwei Probleme. Das erste ist, die Faktenlage ist nicht immer ideal. Und wenn ein potenzieller Investor oder ein Unternehmen in dem Bereich unterwegs sein will, muss es wissen, wie ist die konkrete Ausgangssituation in dem Land, wer könnten die Partner sein, wie sind die infrastrukturellen Voraussetzungen. All darüber brauchen wir Klarheit. Deswegen ist, glaube ich, der Potenzialatlas etwas sehr Wichtiges. Er wird erfassen, welche verfügbaren Flächen sind da. Das Potenzial für die erneuerbaren Energien, die Herr von Sonn angesprochen hat, wird betrachtet. Die Wasserverfügbarkeit, Nutzungskonkurrenzen müssen wahrgenommen werden, aber natürlich auch die klimatischen, sozialen und politischen Bedingungen spielen eine wichtige Rolle. Dann ist die Frage, wie kommt man auch mit der politischen Ebene in Afrika in Kontakt? Da gibt es natürlich unterschiedliche Wege. Das BMZ hat hier natürlich seine ganz eigenen Kontakte. Wir als Forschungsministerium können hier auf unsere Afrika-Zentren Waskal und Saskal zurückgreifen, weil wir dadurch einfach in die jeweiligen Länder schon einen sehr guten Draht haben. Wir arbeiten im Übrigen als BMBF auch an Mobilisierungsmaßnahmen, die es Wissenschaftlern erlaubt, aus beiden Kontinenten miteinander sich zu vernetzen. Und wir haben auch vor, eine Förderinitiative für die mittelständische Unternehmen auf den Weg zu bringen, um sie hier zu unterstützen. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch etwas ist, woran der Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft mit Christoph Kallengießer anknüpfen kann.
Ich will aber gerne noch einen Gedanken an der Stelle auch noch ansprechen. Natürlich bleibt das Ganze auch ein Stück weit Neuland, wo auch Forschungsthemen noch zu bearbeiten sind. Und zwar mit Know-how aus Deutschland wie auch aus Afrika. Da geht es einmal um systemische Lösungen zur Bereitstellung von erneuerbarem Strom. Es nutzt uns nichts, wenn wir nur Insellösungen haben. Ich denke, das Thema umweltverträgliche Meerentsalzung wird ein wichtiges Thema sein für diese Länder. Wir wollen ja nicht Wasser nutzen, was als Trinkwasser oder in ähnlicher Form auch genutzt werden könnte, sondern wir sollten auf Meerwasser Bezug nehmen. Dann der ganze Bereich einer robusten und wirtschaftlichen Elektrolyse im Industriemaßstab muss weiter nach vorne gebracht werden. Dann das Thema Transportlösungen wird sehr wichtig sein. Wenn Wasserstoff produziert wird, wird es im afrikanischen Staat natürlich genutzt werden können für die eigene Industrie oder für die eigene Bevölkerung. Aber wenn man es auch exportieren will, das würde ja auch Wirtschaftswachstum und Erlöse bringen für den jeweiligen afrikanischen Staat, müssen wir uns auch den Transportlösungen widmen. Da geht es um Fragen wie Ammoniak, LOHC oder eben Flüssiggas. Das sind alles Fragen, die im weiteren Prozess bearbeitet werden müssen. Wir haben dazu von Seiten der Regierung, der Bundesregierung, im Rahmen der nationalen Wasserstoffstrategie, die den politischen Rahmen, auch den finanziellen Rahmen für die Aktivitäten schafft, ein weiteres Gremium außerhalb der Regierung geschaffen, den Nationalen Wasserstoffrat, in dem eben neben der Politik, den Ministerien, die Wissenschaft, aber auch die Wirtschaft, die Industrie, die Unternehmensseite mit vertreten ist, damit wir in diesem Prozess eben auch spätere Partner und auch Abnehmer des Ganzen frühzeitig mit einbinden. Denn alle Dinge müssen zusammengedacht werden. Wer sind spätere Abnehmer? Wer sind Anbieter der Wasserstofftechnologie? Wie geht das Ganze systemisch? Wie kann die Transportfrage vernünftig gelöst werden, sowohl in Afrika wie auch innerhalb der Bundesrepublik Deutschland? All das muss ganzheitlich gedacht werden. Vielen, vielen Dank für diese Ausführung. Ein Thema natürlich auch sehr spannend, die Infrastruktur. Das heißt, ich glaube, und das ist, was auch unsere Recherche auch hervorgekommen ist, da gibt es entlang der Wertschöpfungskette ganz, ganz viele Aspekte, die auch weitergehen, als woran man denkt, wenn man an Wasserstoffproduktion denkt, sondern vielleicht auch privatwirtschaftliche Akteure aus ganz, ganz anderen Bereichen mit einbeziehen würden, wenn Projekte dann an einem Punkt so weit sind. Und wenn wir von der Privatwirtschaft sprechen, wir haben ja auch einige Unternehmer und Unternehmerinnen heute Abend hier bei uns. Und ich würde gerne die erste Frage aus dem Publikum an Sie stellen. Und zwar kommt diese Frage Herr Staatssekretär Rachel, und zwar, welche Rolle spielen in Ihrem Potenzialatlas Großprojekte wie Inga 3? Inga 3 ist sicher den meisten ja ein Begriff, ist ein großes Wasserkraftprojekt, was seit Jahren diskutiert wird, was in der Demokratischen Republik Kongo zum großen Teil auch umgesetzt werden soll. Und dann nochmal die ganze Frage, welche Rolle spielen in Ihrem Potenzialatlas Großprojekte wie Inga 3, Wasserstoff für den Export nach Europa zu erzeugen? Das vielleicht erstmal als erste Frage und die Follow-up-Frage, die gleich mit dazu kommt, ist, wie unterstützt die deutsche Bundesregierung die Umsetzung solcher Großprojekte? Aber starten wir doch vielleicht erstmal mit, welche Rolle solche Großprojekte überhaupt in Ihrem Potenzialatlas spielen? Also der Potenzialatlas hat erstmal den Sinn, die Befindlichkeit und die Potenziale und die Möglichkeit des jeweiligen Landes zu betrachten. Die Frage von Großprojekten ist ja eine davon abgeleitete Frage. Ich kann Ihnen heute noch nicht abschließend sagen, denn das arbeiten die Wissenschaftler. Freiheit der Wissenschaft ist sehr wichtig, unabhängig, wie weit sie gehen. Aber ich glaube, das Hauptaugenmerk des Potenzialatlas liegt erstmal darin, zu schauen, wie sind die Ausgangsbedingungen in den jeweiligen Ländern, wie sind die klimatischen, die sozialen, die politischen Ausgangsbedingungen, wie ist die Verlässlichkeit. Und die Frage, welche Projekte oder Großprojekte daraus erwachsen können, ist letztlich eine, die in der nächsten Runde erst detaillierter betrachtet werden muss. Vielen Dank, Herr Rachel, für die Ausführung. Und die zweite Frage, wie gesagt, sie kommt aus dem Publikum, deswegen würde ich sie auch gerne stellen. Ist denn angedacht oder wird darüber schon nachgedacht,
wenn solche Großprojekte identifiziert werden, dass auch die deutsche Bundesregierung dort unterstützt bei der Umsetzung? Und wenn ja, gibt es schon Ideen wie? Ja, das ist so angedacht, denn wir haben ja im Rahmen der nationalen Wasserstoffstrategie eine erhebliche Finanzsumme eingeplant, die gerade auch das Thema internationale Partnerschaften adressiert. Da ist natürlich nicht nur Afrika im Blick, sondern da sind auch andere Kontinente und Länder im Blick. Ich habe einige davon vorhin genannt. Aber das Ziel ist es letztlich, dass wir das Know-how in Wissenschaft und Wirtschaft aus der Bundesrepublik Deutschland unterstützen und auch hebeln, um es in Partnerschaft mit den afrikanischen Staaten auch zu deren Nutzen, zur Nutzung im eigenen Land, zum Vorteil der eigenen Wirtschaft und der eigenen Bevölkerung, aber auch im Sinne des Exports dann aus Afrika zurück nach Europa, dieses zu nutzen. Deswegen wird es große Projekte geben und da werden hohe Millionenbeträge investiert werden und davon wird natürlich auch die deutsche Industrie profitieren können. Aber sie muss sich natürlich auch selber committen und mit einbringen. Herr Rachel, vielen Dank, das ist vielversprechend. Dass sie sich selbst mit einbringen muss, ich glaube, dass das wissen die Unternehmerinnen und Unternehmer. Von Ihnen aber zu hören, dass ein Engagement der Bundesregierung angedacht ist, ist sicher etwas, was viele hier freuen wird und ein Schmunzeln auf die Lippen zaubern wird heute Abend. Herr Rachel. Sie wollten was sagen. Ergänzen, sehr gerne. Nur damit, um das konkret zu machen, aber ohne dass jetzt das Feuer in den Augen zu sehr entzündet wird. Meine erste Aussage ist, jeder, der sich einbringt, muss etwas mitbringen, muss sich selber committen. Aber dass das nicht eine Randfrage ist, sondern dass wir in der Frage der Wasserstoff, des grünen Wasserstoffs vor allem, aber nicht nur, aber unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten natürlich doch sehr stark ein wichtiges Potenzial sind. Sehen Sie daran, dass wir im Konjunkturpaket als Bundesregierung für den Aufbau der internationalen Wasserstofflieferpartnerschaften für die nächsten Jahre rund 2 Milliarden Euro in unserer Haushaltsplanung geplant haben. Also es ist nicht eine Frage, die so irgendwie am Rande liegt, sondern wir werden hier richtig stark einsteigen. Aber man holt sich das Geld nicht ab, sondern man bringt sich selber mit ein und dann hat man eine Chance, auch entsprechende Unterstützung zu bekommen. Alles klar. Vielen Dank für diese Klarstellung. Herr von Sonnen, Sie wollten ergänzen. Ja, es ist natürlich fantastisch, was die deutsche Regierung macht. Auch Europa, gibt es verschiedene Länder, auch die Europäische Kommission, die da auch nachhilft. Man muss am Anfang mit etwas Geld und Nebenbedingungen oder Rahmenbedingungen kommen und es ist auch wichtig, dass die industriellen Partner sich einbringen und von sich auch etwas mitnehmen. Ich glaube, Staatssekretär Rachel hat auch etwas ganz Wichtiges gesagt. Es ist an erster Stelle so lokal, wenn es da Wasserstoff produziert werden, dass es lokal eingesetzt wird. Also Substitution sozusagen von fossilen Brennstoffen lokal, das ist das Wichtigste. Wir kennen das Thema Desertec vor 10 Jahren, wo die Fokus viel zu früh auf Export war. Und da haben wir alle gelernt, dass es erstmal wichtig ist, dass man lokale Märkte, die lokale Energieketten richtig aufbaut, dann so weit, dass die irgendwann in der Lage sind, exportieren zu können. Dass es auch echt sinnvoll ist, von vorne bis hinten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ein anderer Punkt ist auch, es wird schon hier Fragen gestellt über Großprojekte. Das ist alles schön und gut, aber wir müssen natürlich uns realisieren, dass wir noch ganz, ganz am Anfang stehen. Also für Großprojekte ist es gut, dass man erstmal Studien macht und man schaut, was können wir alles machen und wo denn und die Bedingungen. Aber es ist auch gut, sich zu realisieren, dass das sehr viele Jahre noch dauern wird, bis man auf der Ebene Wasserstoff über echte große Projekte reden kann. Es ist alles denkbar und möglich, aber wir müssen realistisch sein. In Europa gilt das, aber noch viel stärker in Afrika. Etwas Großprojekt auf die Beine zu bringen in Afrika ist wirklich eine extreme Leistung. Also es gibt nicht so viele Großprojekte in dem Sinne. Also das Unternehmen ist gut, sollen wir auch alles machen, aber aufpassen alle zusammen. Vielen Dank, Van Sonnen, dass Sie auch nochmal aus dem Erfahrungsschatz schöpfen von vergangenen Großprojekten und Schwierigkeiten dieser, die uns ja allen... Wir haben graue Haare bekommen.
Herr Bachel hat ihn noch nicht. Okay, Desertec sei Dank. Ja. Nichtsdestotrotz, wir würden gerne in die nächste Frage gehen und die baut darauf auf, was Sie beide auch schon erwähnt haben. Und zwar lese ich einmal vor, ein Punkt, der immer wieder aufkommt, ist, dass Afrika als erstes die Selbstversorgung mit CO2-freien Energien sichergestellt werden soll. Ja? Das heißt, der Aspekt, dass wir in Afrika ja immer noch einen Energiemangel haben, einen ziemlich großen, und dass der Zeithorizont dafür sehr weit ist, bis dieser gedeckt werden kann. Gleichzeitig haben wir in Europa den Bedarf ja aber schon jetzt. Und daraus entsteht, zumindest laut der fragenden Person, eventuell ein Konflikt, denn wir haben noch den Energiemangel in Afrika. Gleichzeitig denken wir schon an den Export nach Europa. Entsteht dort ein sogenannter Trade-off? Und wie würde man diesen auflösen? Und die Frage würde ich gerne an Sie beide geben. Ja. Vielleicht fange ich an, wenn Sie einverstanden sind. Ja, das ist eine Schwierigkeit. Aber deswegen, glaube ich, ist das Entscheidende, dass wir sagen, das muss eine Partnerschaft sein. Und eine Partnerschaft beruht darauf, dass man auf Augenhöhe im gegenseitigen und gemeinsamen Interesse agiert. Und deswegen wird das auch nur funktionieren, wenn wir vertrauensvoll mit den Partnern in Afrika das so vereinbaren, dass sie ihre Potenziale, die sie haben, mit einbringen, aber sie wissen, dass sie die Wasserstoffmöglichkeiten ja nur nutzen können, wenn sie das Know-how, das technische Know-how auch von Deutschland mitnutzen können. Und wir können es nur nutzen, wenn wir Partner sind auf Augenhöhe, dass wir unser technologisches Know-how einbringen, aber gleichzeitig die erneuerbaren Energien, Wind, Sonne im Überfluss in Afrika dort mit eingebracht wird. Es ist wahr, der Energiebedarf in Afrika ist riesig. Wir haben, wenn die Zahlen richtig sind, die ich im Kopf habe, 600 Millionen Afrikanerinnen und Afrikaner leben noch ohne Zugang zu Strom. Da ist ein Riesenbedarf. Insofern muss das, was wir an gemeinsamer Wasserstoffwirtschaft in Afrika aufbauen wollen, zwei Ziele haben. Den lokalen Bedürfnissen vor Ort Rechnung zu tragen und gleichzeitig einen Teil für den Export zu nutzen. Denn damit können natürlich die afrikanischen Staaten und die Beteiligten auch Geld verdienen. Und auch nur so können die Sachen ja größer werden. Und das heißt eben auch, deswegen bin ich auch so etwas zurückhaltend mit diesen Großprojekten. Das hat mir sehr gut getan, was Sie da gerade dazu gesagt haben. Es ist manchmal besser, man fängt etwas kleiner an und dafür das solide. Und die Energie der Zukunft wird nicht die der von zwei, drei Großprojekten sein, sondern die Energieversorgung der Zukunft wird gerade durch die erneuerbaren Energien dezentrale Energieversorgung sein. Und das ist wiederum eine Chance, nicht nur an ein, zwei Orten, sondern in der Fläche, auch in Afrika, Entwicklung, positive Entwicklung anzustoßen. Und dass man das eben verbindet mit anderen Themen, die im Sinne der afrikanischen Bevölkerung sind, mit ökologischer Entsalzungsverfahren oder mit der Verbindung Müllbeseitigung anders zu organisieren, als das heute sind. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten, wie wir im Interesse der afrikanischen Bevölkerung und gleichzeitig für die weitere wirtschaftliche Entwicklung dieser Länder etwas tun können. Ich will Ihnen noch ein Beispiel sagen. Wir können natürlich nicht alle Probleme der Welt lösen, das ist wahr. Aber wenn wir nicht darüber nachdenken, wie wir am Anfang schon in den afrikanischen Ländern helfen, wird das nicht funktionieren. Was meine ich damit? Wir brauchen natürlich Menschen, die in Sachen Wasserstoff qualifiziert sind in Afrika. Da gibt es natürlich Einzelne. Aber das Ziel muss sein, dass wir Wasserstofffachkräfte in Afrika ausbilden. Und das werden wir auch nicht in einem Großprojekt machen können, sondern das muss sehr konkret im Kleinen gemacht werden. Und deswegen werden wir als Bundesbildungs- und Forschungsministerium Wasserstofffachkräfte in Afrika ausbilden, sie qualifizieren. Und dafür nutzen wir die Netzwerke, die wir mit WASCAL haben. Wir haben sehr konkret vor, bereits mit Beginn nächsten Jahres ein Graduiertenschulprogramm auf den Weg zu bringen, ein Master, ein zweijährigen Master-Graduiertenschulprogramm an mehreren WASCAL-Standorten. Ich kann sie mal gerade nennen, in Niger, in Benin, in Togo, in Gambia, Côte d'Ivoire, in Senegal. Und hier werden wir Studierende, wahrscheinlich rund 60 Studierende pro Standort ausbilden, damit sie in diese Bereiche hineingehen und nachher Wissensträger in ihren Ländern sind.
Und ich glaube, wenn wir das in diesem Geiste verstehen, helfen wir der Bevölkerung und den Ländern in Afrika und können eine dauerhafte Partnerschaft auf Augenhöhe entwickeln. Ja, da ist ja. Haben natürlich wieder viele Sachen gesagt, die ich hätte sagen wollen. Aber nochmal zurück zu der Frage, weil Herr Sanzi hat die Frage gestellt, ist das nicht ein bisschen Paradox oder Dilemma, wenn man sagt, Europa braucht grüne Wasserstoff und Afrika hat erst nochmal Engpässe und muss die Sache aufbringen. Wie soll man dann etwas von Afrika nach Europa exportieren? Das ist eine sehr, sehr gute Frage und es ist auch absolut sehr wichtig, dass wir gut über das Thema nachdenken und nochmal betonen, worum es hier geht. Es geht nicht an erster Stelle an die Energieversorgung an sich, weil in Europa funktioniert die und in Afrika eigentlich mehr oder weniger auch, sondern es geht darum, die Energieversorgung emissionsfrei zu machen. Um emissionsfrei zu machen, sind all diese Themen untergeordnet. Und ist es extrem wichtig, dass man Afrika und Europa oder Afrika und die Welt, würde ich sagen, als eine Energiekette betrachtet. Und dann die Frage stellt, wie wichtig ist es, um Molekülen irgendwann grün zu produzieren und dann auch noch zu exportieren oder zu transportieren, beziehungsweise lokal einzusetzen. Also ich plädiere, und das haben wir auch in DesertTech, weil das auch ein heißes Thema die ganze Zeit, die physische Transport ist auch untergeordnet in all diesen Fragen. Und an erster Stelle geht es darum, das ist auch die höchste Priorität für Afrika, mehr erneuerbare Energie zu erzeugen. Das ist die Priorität. Das ist nicht Wasserstoff, sondern erneuerbare Energien. Und B geht es darum, dass insgesamt Europa und Afrika weniger Emissionen haben. Und das ist ein Puzzle. In dem Kontext kann es natürlich sinnvoll sein, hier und dort mal einen Austausch oder Transport von A nach B mal auszuprobieren. Oder kann sogar wirtschaftlich interessant sein, zum Beispiel in der Stahlindustrie oder Düngerindustrie und so weiter, dass man sagt, naja, wir transportieren von Marokko nach Deutschland für die Stahlindustrie. Das könnte am Anfang gut sein, um Economy of Skill zu erreichen. Aber ich würde auf jeden Fall dafür plädieren, immer die Frage Emissionsbeschränkung oder Reduzierung im Vordergrund zu stellen und all diese anderen Fragen, wo wird was erzeugt und von wo aus wird was transportiert, untergeordnet zu behandeln. Vielen Dank, Herr van Zon, für diese weiteren Ausführungen, die sehr schlüssig klingen. Und die weiter die Perspektive für uns alle hier erweitern. Weg von vielleicht auch einfach, wer bin ich als Deutschland und wer bin ich als Nigeria, wer bin ich als Kongo, sondern wie können wir global und dann global in dieser Partnerschaft etwas verändern. Wir sind fast schon am Ende der Diskussion und es macht so viel Spaß mit Ihnen, sich zu unterhalten und auch den Teilnehmerinnen scheint es Spaß zu machen, weil weitere Fragen hineinkommen. Trotzdem müssen wir langsam zum Ende kommen. Es gibt noch eine Frage aus dem Publikum, die ich gerne aufgreifen würde, weil es eine relativ einfache Frage ist, die man fast schon mit Ja oder Nein beantworten könnte. Die geht an Sie, Herr Staatssekretär Rachel. Und zwar, können deutsche Wasserkrafttechnologieunternehmen aus diesem Webinar mitnehmen, dass in dem Atlas, den Potenzialatlas, den Sie erstellen, auch Wasserkraft als potenzieller Energielieferant für Wasserstoffproduktion berücksichtigt wird? Ja. Ja, genau, das war eine kurze Frage. Vielen Dank. Und damit müssen wir schon fast abschließen. Ich würde Ihnen beiden aber gerne die Möglichkeit geben, noch eine Message, die Sie an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer heute Abend bringen wollen, auch vorzutragen. Ich bitte Sie, sich kurz zu halten, aber wenn Sie die ganzen Teilnehmerinnen heute ein letztes Mal sehen würden, stellen Sie sich einfach vor, Sie haben nicht die Möglichkeit, nochmal mit Ihnen zu sprechen. Und wir haben viele Unternehmer dabei, wir haben Ingenieurbüros unter anderem dabei, wir haben Wasserkraftunternehmen dabei. Was würden Sie Ihnen als Message mitgeben für die nächsten, sagen wir mal, 12 Monate? Herr Bacho, erstmal. Also ich denke mal, die Grundidee ist ja, der Bedarf des afrikanischen Kontinents, der Bevölkerung, der Hunger nach Energie wird zunehmen. Und auch der wirtschaftliche Aufholprozess in Afrika wird auch zunehmen, auch die Industrialisierung wird zunehmen. Damit ist ja die Kernfrage gestellt,
wie wird dieser Energiehunger gestillt? Und ich glaube, es ist im Interesse des Ganzen, nicht nur des Kontinents, sondern der Menschheit insgesamt, dass möglichst ein hoher Anteil mit klimaneutralen Wegen, also CO2-freien Wegen genutzt wird. Und ich glaube, deswegen müssen wir eben auch neue Wege gehen und in einer Partnerschaft eine Entwicklung für das eigene Land, in dem Fall in Afrika, anstoßen zu können. Langfristig anstoßen zu können. Und das in Partnerschaft mit Deutschland auf den Weg zu bekommen, ist eine Riesenchance. Die Welt drumherum wartet nicht. Japan ist massiv unterwegs. Australien, Chile, andere Länder. Japan als Abnehmer, Australien als Lieferant, Chile, die Golfstaaten werden alle auf dem Weg sein, selber Anbieter von dieser CO2-freien Alternative und der Wasserstoffalternative zu sein. Und deswegen ist es auch im Sinne von Afrika, diese Chance nicht an sich vorbeiziehen zu lassen, weil es könnte ein ganz großer Hebel werden, um in Partnerschaft mit Deutschland und den Europäern zur weiteren wirtschaftlichen Entwicklung und zur Energieversorgung im eigenen Land beizutragen und in Partnerschaft im Austausch zwischen Technologien und transportierter Energie eine ganz wichtige Rolle weltweit einzunehmen, die vielleicht für Afrika in der Vergangenheit so noch gar nicht erkennbar gewesen ist. Vielen Dank, Herr Staatssekretär Rache. Herr von Sonn, haben Sie ebenfalls eine Abschlussmessage für den heutigen Abend von Ihrer Seite? Ja, sicher. Ich glaube, es ist ganz deutlich, dass da kommt ein Riesenmarkt. Es gibt es schon im Bereich erneuerbare Energien und so weiter. Dazu kommt auch Wasserstoff. Aber der Markt ist noch nicht da heute. Also ganz wichtig, dass wir da realistisch sind. Und in dem Sinne würde ich mit Sokrates da mal abschließen. Know yourself, ja, Agnote Ipson. Sei ganz vorsichtig und beziehungsweise geh vielleicht, mach Ambitionen, alles gut, aber weiß gut, was du machen kannst, was du machen willst und warum auch. Die Frage, warum machst du das? Weil es gibt sehr viele Unfälle sozusagen in Afrika, eigentlich überall, in Europa noch mehr vielleicht. Und das kommt auch daher, dass Unternehmen oder diejenigen, die aktiv sein möchten in diesem Markt, sich verführen lassen oder sich ihre eigenen Kapazitäten und Möglichkeiten überschätzen. Und das wäre schade. Also wenn man das richtig sich nochmal überdenkt, dann würde ich voll und ganz empfehlen, in diesem Markt eine Position zu erobern. Und es gibt keine bessere Regierung als die Bundesregierung. Und es gibt keine bessere Betreuung als BDI und Afrika-Verein und GPI und so weiter. Ja, also die deutschen Unternehmen sind bestens aufgestellt. Nur die nehmen die Chancen nicht richtig wahr. Ja, ich bin ein Zeuge davon, de letzte 10 Jahre, by the way. Okay, ich muss es kurz halten. Vielen Dank, Herr van Zon. Vielen Dank für dieses sehr, sehr interessante Gespräch. Um noch einmal einige Kernpunkte abschließend zusammenzufassen. Wenn wir über eine Wasserstoffpartnerschaft zwischen Deutschland und Afrika, zwischen Europa und Afrika sprechen, dann sprechen wir über eine langfristige Partnerschaft, die wir jetzt Step für Step angehen. Und wir gehen die ersten Schritte und wir haben gehört, dass die Bundesregierung gewillt ist, aktiv zu werden, aktiv zu unterstützen, aber gleichzeitig auch von der Privatwirtschaft erwartet, eigene Schritte zu machen, beziehungsweise Schritte zusammenzugehen. Und das ist kein Geschäft, das wir auf die nächsten 6 Monate oder 12 Monate sehen, sondern wirklich eine Langfristigkeit. Gleichzeitig, wenn man sich die Pläne der EU anschaut, bis 2050 klimaneutral zu sein, das sind Zeithorizonte, in denen hier gedacht wird. Und nichtsdestotrotz ist jetzt der Moment, sich aktiv aufzustellen und zu beteiligen. Herr Staatssekretär, Herr van Zon, ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch. Vielen Dank für die Inputs. Viele Fragen sind eingegangen und einige bzw. viele davon konnten wir beantworten. Und ich denke, das Thema bleibt spannend und es wird im nächsten Jahr wahrscheinlich nochmals aufgegriffen werden. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Und danke. Wir gehen jetzt über zu der Schlussnachricht, zu der Schlussmessage oder zum Schlussteil des Abends. Und zwar, Herr Werik Schick
hat einen Ausblick bzw. Schlusswort für den heutigen Abend und einen Ausblick für die Zukunft für uns vorbereitet. Herr Schick ist Seniorberater bei der Agentur für Wirtschaft und Entwicklung. Ich freue mich auf Ihren Input. Ja, sehr verehrte Damen und Herren, der Abend ist nun schon weit fortgeschritten und ich möchte Sie auch nicht mehr länger von Ihren Familien oder den anderen Personen, wichtigen Personen in Ihrem Umkreis fernhalten. Ich möchte Sie aber noch um ein paar Minuten bitten, da ich noch eine schöne Aufgabe habe, und zwar nämlich die, mich ganz herzlich zu bedanken, und zwar bei Ihnen allen, die sich jetzt die Zeit genommen haben, um hier den verschiedenen Inputs, den Referenten, Impulsgebern zuzuhören. Und da möchte ich mich ganz herzlich nochmal bedanken bei Frau Dr. Hamm, Herrn Staatssekretär Rachel, Herrn van Zoon, Dr. Krake, Herrn Dr. Wachter und natürlich auch bei Herrn Kangießer für den tollen Impulsvortrag. Ein weiterer besonderer Dank geht natürlich an die professionelle Moderation, an Sie, Herr Cisse, und möchte ich nicht vergessen, auch an Frau Fekete für die professionelle Vorbereitung. Mein Name ist Verik Schick. Ich bin Seniorberater in der Agentur für Wirtschaft und Entwicklung. Die Agentur für Wirtschaft und Entwicklung, kurz AWE, berät Sie im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, kurz BMZ. Die Agentur wird personell gestellt durch Expertinnen und Experten der Deutschen Investitions- und Entwicklungsgesellschaft, kurz DEG, einer Bank, und auch von Expertinnen und Experten der Technischen Zusammenarbeit, kurz der GIZ. Die Agentur berät Sie, deutsche Unternehmen, bei Ihrem unternehmerischen Engagement und bei Investitionsabsichten in Entwicklungs- und Schwellenländern. Es geht hierbei, und das möchte ich nochmal betonen, um For-Profit-Vorhaben. For-Profit-Vorhaben, die einen Bezug zur Entwicklungspolitik des BMZ haben, beispielsweise Schaffung von lokalen Arbeitsplätzen oder auch Vorhaben, die Treibhausgase reduzieren. Das sind nur Beispiele. Es gibt natürlich viele andere Sektoren, in denen das BMZ aktiv ist. Das BMZ hat hierfür verschiedene Unterstützungsprogramme bereitgestellt, die hierbei ihre Risiken auch reduzieren. Beispiel ist der aufgelegte Entwicklungsinvestitionsfonds für Afrika. Hier zwei Fonds, die ich daraus nennen möchte, Africa Connect und auch Africa Grow. Es existieren aber noch weitere Programme, die Sie bei der wichtigen Frage von Staatssekretär Rahel beispielsweise auch kurz erwähnt, was passiert mit lokalen Fachkräften? Sind lokale Fachkräfte im Bereich Wasserstoff oder dementsprechend anhängenden und weiterführenden Prozessen denn überhaupt dort vor Ort vorhanden? Auch hierfür hat das BMZ verschiedene Programme und die Agentur berät sich hierzu. Ich wurde gebeten, einen kurzen Ausblick zu geben, möchte mich wirklich kurz fassen. Nutzen Sie die Chancen, die sich für Sie auf diesem tollen, großen Nachbarkontinent ergeben. Nutzen Sie die verschiedenen Kanäle wie Ländervereine, Verbände, BDI beispielsweise und natürlich auch die lokalen Auslandshandelskammern. Gehen Sie auf diese verschiedenen Kanäle zu. Kommen Sie gerne auf mich zu, um mit mir zu besprechen, ob Ihr Vorhaben eine Möglichkeit auf eine Förderung hätte. Kommen Sie auf mich zu, um zu erfahren, welche Art von Finanzierungslösungen beispielsweise die EEG hätte, um Sie bei einem solchen Projekt, einem Investitionsvorhaben dementsprechend zu begleiten. Kommen Sie auch gerne auf mich zu, um zu verstehen, was das BMZ in einem bestimmten Land oder einem bestimmten im Sektor macht oder beabsichtigt und welches die Ziele sind. Ich möchte nochmal kurz zusammenfassen. Sie haben gehört, es ist ein großes Marktpotenzial vorhanden auf dem afrikanischen Kontinent. Nutzen Sie hier die unterschiedlichen Kanäle, die Sie haben. Ich hoffe, dass es noch weitere verschiedene Runden, Besprechungen gibt zum Thema Wasserstoff mit dem GPI, auch mit anderen Partnern. Und kommen Sie einfach auf uns zu, um rechtzeitig Informationen zu erhalten und auch, und das war ganz wichtig, um frühzeitig Allianzen aufzubauen. In diesem Sinne möchte ich mich sehr herzlich verabschieden und wünsche Ihnen einen angenehmen Abend und möchte hiermit wieder zurückgeben an Herrn Cisse. Vielen Dank, Herr Schick, für diese Schlussworte von Ihrer Seite, für den Ausblick, auch für die Motivation, sich wirklich zu engagieren und auch mit Ihnen in Kontakt zu treten, wenn man denn entsprechende Informationen braucht oder Kontakte. Und an dieser Stelle bleibt mir nur zu sagen, dass es ein sehr, sehr spannender Abend war.
Ich danke Ihnen allen für die Diskussionen, für die Inputs, allen Sprecherinnen und Sprechern, gleichzeitig auch dem Publikum für die sehr, sehr smarten und sehr interessanten Fragen, die wir heute hier auch beantworten konnten. Und gleichzeitig möchte ich darauf aufmerksam machen, die Organisatoren, sprich die GPI, gibt es auch auf Twitter und auf LinkedIn. Das heißt, wenn Sie mehr Informationen in Kontakt bleiben wollen, dann bitte folgen Sie GPI-Germany auf Twitter und auch auf LinkedIn. Und Sie können sich auch für die Newsletter anmelden, dann erfahren Sie von Veranstaltungen wie diesen auch immer wieder vorab. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank an Sie alle. Wir wünschen Ihnen einen schönen und wir hoffen, dass Sie etwas mitnehmen konnten aus dem Abend für sich, für Ihr Unternehmen, für Ihre Organisation. Und vielen Dank auch nochmal an die Organisatorinnen dieses tollen Abends. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Tschüss.